Das SEO-Haus mit Jens Faudrat und Markus Walter. Das SEO-Haus. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, heute live von der SEO-Campix mit dem Rest des müden Haufens. Hier ist Jens Faultrath und ich habe hier lustige Menschen um den Tisch versammelt und gehe mal gerade uhrzeigmäßig durch. Ja, hier ist Wolf Galetzki auch noch, etwas angeschlagen, aber noch auf den Beinen und freue mich auf die Runde. Ja, Nils Danke von Matzak und ich bin die ganze Woche schon da und ich bin entsprechend alle. Gero Wenderholm, auch den 4 Tage in Folge und nach der Konferenz ist vor der Konferenz. Ich freue mich auch auf die Runde. Fliegst du dann auch gleich? Danach, genau, morgen geht's weiter zur SMX und da halte ich dann auch mal einen Vortrag. Mariano Glas, SEO Junkies, schon die ganze Woche vor Ort. Respekt. Johannes Braunerwasser von RP Online in Düsseldorf und ich bin auch schon ein paar Tage hier. Genau, und freue mich jetzt hier auf den Talk. Cool. Jetzt mal für die Leute, die jetzt die ganze Woche da waren. Wie hat sich jetzt die Woche so unterschieden vom Wochenende und was war eigentlich so der beste der 5 Tage unter der Woche? Also ich fand es sehr angenehm, dass es die ersten Tage wesentlich ruhiger war, dadurch, dass wesentlich weniger Leute da sind. Man konnte sich auch dadurch viel besser in so Gruppen einfach auch in der Tiefe unterhalten und es war eben nicht so wie sonst oder wie für die Leute, die nur aufs Wochenende da waren. Man sieht viel zu viele Leute, wenn mit jedem kurz reden und hat dann im Endeffekt zu wenig Zeit für alles. Für mich persönlich war, glaube ich, das Thema Guerilla-Kommunikation. Das war am Freitag. Nee, Freitag nicht Inbound? Nee, das war am Donnerstag, genau. Ja. Am Donnerstag. So viele Tage. Das war ein echtes Highlight. Also das war so, dass ich da sehr, sehr viel mitgenommen habe daraus. Meinst aber nicht, Jochen mal. Jochen Malmsheimer, oder? Der war am Freitag, aber das war auch Guerilla-Rhetorik. Nein. Aber der war auch sensationell. Ja. Bei mir war der Dienstag ganz interessant, der Media Day. Ging halt viel um YouTube, hatte auch die Kollegin mit dabei, war sehr spannend. Und für mich Highlight am Freitag, Sascha Palmberg hat ein bisschen erzählt, wie es so in Taiwan geht, Tech-Blogging generell so, wie sie arbeiten ohne Werbung. Das war ganz interessant und ich habe ihn in ein Interview, kommt dann morgen bei SEO Junkies. Sehr spannend. Wie ohne Werbung? Sie haben einen Blog ohne Werbung. Sie haben nur noch Advertorials drauf. Ja. Achso, Sie haben nur Advertorials auf dem Blog. Okay, ich verstehe. Es ist ja, okay. Also, dann bin ich auch ohne Werbung. Okay. Also kein Favorit in der Woche. Wann warst du da? Freitag? Donnerstag? Ja, es ist eine etwas längere Geschichte. Ich bin schon Dienstagnacht angereist, war dann aber erstmal 2 Tage mit Hochfieber auf dem Zimmer und habe mich dann so ganz langsam zum Wochenende wieder rausgekämpft. Und also, deswegen kann ich zur Woche wenig sagen. Das Highlight im Zimmer war der wie immer ausgeräumte Minibar. Ja, die ausgeräumte Minibar war super und vor allen Dingen auch der extrem flackernde Fernseher. Denn wenn du halt 2 Tage wirklich nicht aus dem Bett rauskommst und wenn du auf dem Fernseher guckst, noch mehr Kopfschmerzen kriegst, dann ist das schon. Das Internet hier ist halt auch gut. Das Internet ist halt super. Also es war rundum wirklich, also man kam schon so ein bisschen zu sich selbst wieder in der Zeit. Ja. Ist fast meditativ. Ja. Cool. Nee, ich war ja erst Freitag da. Da war auch gleich, fand ich persönlich, einer der persönlichen Highlights der Campix und das war der Vortrag Inbound Marketing in Google Analytics auswerten, wobei das Inbound Marketing kann man auch mal weglassen. Es ging einfach darum, mal Quellen sinntragend auszuwerten, die irgendwie auf Direct laufen, obwohl sie es gar nicht sind und wie man das macht, wenn man nicht unbedingt UTM-Parameter benutzen möchte, wie dann ja doch wiederum meine originalen Media-Einträge zu hauen. Und der war wirklich sehr schön. Hast mir den Zettel weggenommen, das kann ich den Namen nicht mehr lesen, sorry. Und zwar war das der Eukan Hen, hoffentlich habe ich deinen Vornamen jetzt richtig ausgesprochen, wenn nicht, dass wir einen bösen Kommentar schreiben. Er haut auch die Präsentation auf Slideshare. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, war sehr, 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 sehr schön. Also war ein absolutes Highlight an dieser Stelle. Und das zweite Highlight, was auch gleich irgendwo mit drin war, war natürlich hier von Steffi Bentin, das mit dem TV. Ich finde, es hat sich auch sehr, sehr schön gezeigt. Da waren wir zusammen drin, ja. Genau, also das war ein Top-Vortrag an der Stelle. Also sozusagen waren meine Highlights, auch wenn ich den Rest, ich war ja Samstag nicht da, da müsst ihr mir dann was von erzählen, waren auf jeden Fall deswegen am Freitag gewesen.
cool. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, es war übrigens doch der Freitag, es war Kai Paulsen mit Guerilla-Rhetorik und das war wirklich sowas, es war eine Doppelsession, wo ich schon gedacht habe, naja, von 10.15 Uhr dann bis am Ende sozusagen um 12.30 Uhr, das ist natürlich schon eine sehr kompakte Nummer. Und trotzdem so viel mitgenommen. Also ich bereue es kein Stück, sondern ganz im Gegenteil. Der hat mich wirklich einfach vom Stuhl gehauen. Was ist das für ein Mensch? Den kenne ich jetzt gar nicht. Der ist ursprünglich mal vom Radio, also war mal Radiomoderator und hat irgendwann für sich selber dann entdeckt, ich möchte nicht immer nur so eine von der Wand sitzen, noch ein paar Leute sozusagen von der Technik im Rücken, sondern ich will es mit Menschen zu tun haben. Und der macht unter anderem so Führungskräfteseminare mit Pferden, wo der also wo man, hat unter anderem erzählt, so ein galoppierendes Pferd aufhalten, also nicht wirfst dich davor und hoffst, dass er hält, sondern es gibt wohl irgendwie eine Systematik, wie man die Tiere wirklich dafür davon überzeugen kann, dass sie stehen bleiben, ohne dass dir was passiert. Und der hat ganz, ganz viele Sachen so aus seinem Alltag gezeigt oder auch Sachen, wo er als Moderator irgendwie so auf einer Bühne steht, mehrere tausend Menschen begeistern muss und wie er die sozusagen aktiviert zum Mitmachen bringt, ist sicherlich auch nicht so ganz einfach, denn grundsätzlich haben die Leute ja erstmal so eine gewisse Grundträgheit und da sind so ganz viele Kleinigkeiten gewesen, die man einfach so für sich, für beliebige Zwecke verwenden kann. Also es fängt an bei irgendwie ungewöhnliche Ideen einfach mal sozusagen anzugehen, damit so ein Break bei den Nutzern so im Kopf sozusagen stattfindet. Und das fand ich, also egal, ob es nur in einem Firmenumfeld mit 5 Leuten oder mit 1000 Leuten, kannst du diese Sachen alle irgendwo anwenden. Sehr schön. Ja, also echt genial. Dafür auch nochmal von mir erstmal Entschuldigung, es war natürlich nicht Jochen Malmsheimer, den hat er erwähnt. Ich hoffe, Paul nimmt es mir nicht übel. Aber was sehr schön war, dass er halt auch dafür geworben hat, dass man in der Sprache und in der Formulierung einfach ein bisschen mehr außergewöhnliche Worte wieder aufleben lässt. Ja, und dann zum Beispiel ein Nein abändert in ein bedauerlicherweise Nein oder in ein erfreulicherweise Ja. Ja. Und das fand ich einfach sehr schön, weil es dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Wärme und trotzdem Direktheit gibt, ja, ohne so hart zu sein. Also war wirklich toll. Ging ja über 2 Sessions, auch relativ ungewöhnlich, glaube ich, dass es, oder habe ich bis jetzt noch nicht erlebt auf der Campix, dass du wirklich 2 aufeinanderfolgende Slots belegt hast. Ich habe leider nur den 2. gesehen, aber der war ganz groß. Klingt cool, habe ich leider verpasst. Mist. Genau, definitiv. Mist. Hat einer von euch eigentlich irgendwas gehalten? Nein. Alle schütteln den Kopf. Naja, ich war heute in diesem TBA-Slot sozusagen. So, also ja. Da Mariano, du warst ja auch dabei. Ja, wir waren auf dem Panel. Genau. Panel zu welchem Thema? TBA. TBA. Das ist cool. Ja, also das Thema war, wie sich die SEO-Szene professionalisiert hat. Wie hatten Sie es genannt? Wir müssen jetzt seriös werden. Genau, genau. Ach so, Giro war übrigens auch dabei. Giro war auch da. Mir hat das auch nicht weiter aufgefallen, deswegen melde ich mich jetzt im Nachgang zu Wort. Sind wir denn schon seriös? Erfreulicherweise ja. Ich würde sagen, Teil von uns definitiv. Der Rest bleibt jedem selbst überlassen. Genau. Ich glaube, es war ja das Problem auch zu sehen. Wir hatten auch viel darüber gesprochen, dass es im Unternehmen einfach noch nicht angekommen ist. Das Thema immer noch nicht. Und wir machen das ja schon Jahrzehnte, kann man sagen? Ein Jahrzehnt. Ja, gefühlt ja. Auf jeden Fall. Ja. Und dass auch die seriöse Kernbranche, die sich entwickelt hat, nicht zwingend bei den Kunden so angekommen ist. Also dass es durchaus einen Riesenpool an Kunden gibt, die einfach gar nicht daran vordringen, sondern die irgendwo auf irgendwelche blöden Anzeigen vielleicht reinfallen und an sonstige Agenturen geraten, die bei uns in der Szene eigentlich gar nicht mehr sehr, sehr verpönt werden und auf Taktiken treffen, aber trotzdem die Unternehmen da draußen, die sind halt hier nicht auf der Campix und kriegen das halt auch nicht mit, was gut ist und was schlecht ist, sondern die sind halt relativ naiv und das, was sie finden, beauftragen sie dann. Und das haben wir dann in der Runde so gleichermaßen, also als Problem für uns auch so ein bisschen und als Aufgabe für uns so ein bisschen mitgenommen, zu sagen, wir müssen irgendwie, geht nicht nur darum, professionell zu sein, sondern auch an die richtigen Leute dann ranzukommen. Ich sehe da halt ein Problem drin, weil die Seriosität oder dass man versucht, im Sinne des Kunden nachhaltig zu arbeiten,
ergibt sich ja, lernt er ja in der Zusammenarbeit irgendwo kennen. Die Leute, die aber jetzt sozusagen unseriös, und da hatten wir heute auch in einem Vortrag von Markus Olecki, sorry, wenn ich den Nachnamen kriege, ich irgendwie nie so Orlowski, Olecki, egal. du darfst mir dafür auch wieder, genau, Olinski, danke. Und dabei kennen wir uns so schön, aber den Nachnamen, der verwirrt mich immer nachhaltig. Der hat es nochmal ganz schön in seinem Vortrag auch gebracht, dass halt doch immer noch passiert, bei seinen Kunden passiert, diese klassischen E-Mails von wegen, gucken Sie mal da, Sie wenken schlecht zu, dann kommen irgendwelche drei Beispielbegriffe, dann wird ein Sichtungskraft drunter fotokopiert, sozusagen richtig so in schlecht, in schwarz-weiß noch irgendwie, und dann einfach Leute nachhaltig verwirrt. Genauso wie die Callcenter, das heißt, die Wahrnehmungsfläche oder die Wirkungsweise von unseriösen SEO ist halt weit größer als die des seriösen, weil wir wirken ja in einem sehr kleinen und überschaubaren. So, also, und dann haben wir halt genau das Thema, dass halt diese unseriösen Leute haben halt einen viel größeren Wirkungskreis, als wenn man versucht, ordentlich zu arbeiten. Dann kriegt es ja der Kunde mit. Man kriegt es vielleicht, wenn man sieht, mit so Publikationen wie Website-Boosting etc., wo dann Leute auch tiefgreifendere Artikel schreiben oder über sonstigere Publikationen teilweise mit. Aber es ist halt nicht die Reichweite, die halt diese Callcenter- und E-Mail-Spam-Jungs da draußen haben. Und dann natürlich noch unsere alten Freunde der Linkbilder, die natürlich den Rest der Welt, der gar kein SEO will, zum Tode nerven mit irgendwelchen bekloppten Link-Building-Anfragen. Also ich muss ja mal zu irgendeinem Barcamp von so Bloggern, da wirst du erschossen, wenn du das sagst, weil die denken, du nervst dir den ganzen Tag. Genau. Sehr, sehr spannend finde ich eigentlich in dem Zusammenhang den Ansatz, der in dem Podium gesagt wurde, von Björn Tantau, der sagte, er erwartet, dass seine Kunden sich mit dem Thema auseinandersetzen, was ich nicht ganz so sehe, denn viele sind ja einfach so, dass sie eine Agentur sich reinholen, um das Thema extern einfach abladen zu können. Klar sollte man sich so ein bisschen damit auseinandersetzen, aber ich glaube, dieses Halbwissen kann halt auch sehr gefährlich sein, weil sie dann der Meinung sind, naja, ich habe dazu ja ein bisschen was gelesen und so muss das sein. Und dann kommt es, glaube ich, auch immer wieder vor, dass so Leute der Meinung sind, naja, die Keywords in den Meta-Tags, die müssen noch weiterhin da rein, weil ich habe das irgendwo gelesen. Und mit solchen Kunden kann man dann zwar arbeiten, aber es ist dann nicht unbedingt leichter. Und ich glaube, diese Unterscheidung, wo Björn sagt, naja, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, kann man das schon. Ich glaube, das können viele einfach gar nicht. Ich glaube, das ist ein... Also das sehe ich ein bisschen anders als Björn. Vielleicht ist es aber auch so, dass Björn einfach andere Kunden bei Facelift hat. Das kann ich nicht so genau sagen. Kann ich jetzt auch nicht so sagen. Björn, schreib mal in den Kommentaren, was für Art von Kunden du da hast. Damit wir damit reden können. Nee, also es gibt ja auch die Klassiker, die anfangen und denken, ja, kann ja nicht jeder zu euch kommen, wir haben hier Pakete ab 150 Euro, aber da muss man klar sagen, was heißt, dann hat ein Mitarbeiter halt auch mal 100, 200 Kunden zu betreuen und ganz im Ernst, da hast du 2 Stunden Zeit zum Nachdenken, da kann man auch nicht Sinntragendes machen. Also die Frage, wie komme ich dann an mein SEO, wenn ich nur 150 Euro Budget habe, dann ist wahrscheinlich SEO aber so unwichtig für dich, dann kannst du es halt einfach lassen und spar das Geld. Es ist auch legitim, also bevor man das für das Schwachsinn ausgibt, dann lieber gar nicht. Also ja, ich hätte in dem Slot halt auch mal erzählt, wie das bei Chibo intern so der gesamte Prozess da irgendwie abläuft, deshalb, obwohl du eine ganze Menge Kohle hast, das gar nicht mal so trivial ist, da eine richtige Agentur zu finden mit den ganzen Instanzen und wie der Einkauf vorgeht und entscheidet und so quasi an dem Punkt den Kunstgriff machen muss, es nur exzellente Agenturen einzuladen, um überhaupt nachher eine gute zu kriegen, weil ansonsten der Einkauf im Zweifel auch die nimmt, die dann am günstigsten waren und irgendwie die schönste Präsentation gemacht haben. SEO. Ja, genau. Oder zu, wenn du denen gar nichts vorgibst, dann gehen sie zu Google und googeln SEO-Agentur und wer dann vorne ist, der wird eingeladen zu so einem Pitch. Das ist ja, also kann man also als Tipp dann irgendwie allen Agenturen nur mitgeben, sich auch wirklich auf die eigene Dienstleistung zu optimieren, dass sie da gefunden werden von den Einkäufern dieser Welt. Ja, das ist eine geile Geschichte. Das ist auch mal passiert beim großen DAX-Unternehmen, Pitch, SEO-Strategie. Wir sind da hingekommen, also wir haben ziemlich viele geile Ideen dabei gehabt, haben dann aber unser Budget geredet. Und dann meinen die so, ja, wir haben ja Pitch mit 2 Leuten. Der Vorhergehende hat gesagt, er macht das für 2.000 Euro. Ich so, was ist das, ein Tagessatz? Nee, in Summe. Ich so, das heißt, ihr seid raus, weil ihr seid ja irgendwie Faktor 10 plus irgendwas. Da sage ich, ja, okay, das ist dann viel Spaß. Also, da diskutiere ich jetzt auch gar nicht weiter, sondern sage danke und Antwort stellt natürlich in Rechnung und schön, dass wir uns kennengelernt haben und danke für den Kaffee. Das war's dann aber auch, da braucht man nicht mehr zu diskutieren. Ja, das stimmt genauso. Und also bei uns ist zum Beispiel so, bei uns gibt es ja vor allem KMUs im lokalen Bereich, in denen sagen wir dann halt auch, wenn es ein sehr geringes Budget ist, was sie haben,
dass wir eigentlich in erster Linie Local-Einträge für sie anlegen und optimieren können. Und danach müssen sie einfach sehen, ob sie Ernsthaftes machen wollen. Dann müssen sie mehr Geld in die Hand nehmen. Oder sie geben es vielleicht für AdWords oder so aus. Aber ja, man kann immer sagen, kein Problem. Also wenn Leute noch nie was gemacht haben, ist es wirklich, dass man sagt, kein Problem, komm hier. Überschaubares Budget, wir machen keine Strategie, wir gehen einmal kurz drüber, Low-Hanging Fruits abgrasen. Genau. Da kannst du schon viele, gerade im Local-Bereich, ein gutes Stück mehr Traffic. Also haben sie wirklich mehr, als sie jemals dachten. Da musst du aber nicht groß mit Strategie und irgendwas ran. Also das ist aber dann, definitiv machbar. Aber dann ist es doch eigentlich... Aber auch nicht für 150, also da kommst du gar nichts. Genau, dann ist es aber, vor allem die sind ja oft so, dass sie eher sagen, naja, wir machen einen Jahresvertrag für 150, wo man sagen muss, jeden Monat sich neu da reinlesen. Alleine das ist schon Quark, dann kann man lieber sagen, einmal irgendwie was machen für ein paar Stunden mehr, einmal das Geld in die Hand nehmen, anstatt dieses Abstottern, ja. Definitiv. Also, ja, spannendes. Habt ihr eine schöne Diskussion gehabt? Ich war nicht dabei, Mist. Ja, die war von langer Hand geplant. Ach so. Florian hat in der Kaffeepause vorher die Leute rekrutiert. Ach so, die war heute nach der Kaffeepause? Ja. Hast du Zeit? Komm mit. Ich wusste es früher. TBA. Nee, da war ich ja beim David zum Thema Relaunch. Das ist auch ein sehr anekdotenreicher Vortrag. Also war was zum Lachen dabei. Und er hat mir ja vorher erzählt, dass dann auch das Fußball.de-Beispiel dabei, was man ja wirklich das Herz hat bluten lassen, als dann die Kollegen von Post mit Jung von Matt es geschafft haben, unsere 3 Jahre Arbeit in einem Tag komplett in die Tonne zu treten. Aber magst du mir was erzählen? Zum Glück haben sie Jung von Matt gehabt, die haben es geschafft, dann in der Presse das immer noch als Erfolg zu verkaufen. Naja, Fußball.de hatte, ich meine, das ist ja, die gehört ja dem DFB. Ja. Und lizenzmäßig hat es eine Zeit lang die Telekom betrieben, dann haben sie aber keine Lust mehr gehabt, weil die Lizenz ihnen zu teuer war. Und außerdem hat man unter Online.de auch schon einen Sportpod. Also da gab es auch immer das Problem, was publiziere ich wo oder mache ich es voll. Also das war ein riesiges Problem. Dann hat es halt die Post übernommen, weil er hat vorher mit Fußball noch gar nichts. Da gab es auch keine Überschneidungsprobleme. Also deswegen gab es diesen Besitzerwechsel eigentlich. Nur was wir damals hatten, haben gesagt, okay, wir haben das Thema Content, was auf beiden Seiten, auf Online und auf Fußball.de läuft, was ein 3 Jahre langer Fight war, wer wo was stattfindet. Es wurde auch nie sauber geklärt, weil es halt ein hochpolitisches Thema war. Die kriegst du nie sauber geklärt. Aber es gab Sachen, die waren nur auf Fußball.de, wie zum Beispiel, also da es ja vom DFB ist, da muss ja jeder Amateurfußballverein bis Sonntag 17 Uhr oder irgendwas seine Ergebnisse eingetippt haben. Das heißt, wir hatten natürlich eine riesengroße Datenbank mit jedem einzelnen Amateurverein. Da hieß es community.fußball.de, also auf so einer Subdomain. Und hat ein Kollege gemacht, Stefan Koch, der sich damit intensiv mit dem Projekt auseinandergesetzt und wir haben das Ding wirklich, wir waren zu jedem Fuck-Amateurverein auf 1, 2 oder 3, zu jedem. Plus noch Begegnungen, allem drum und dran, so richtig schön Longtail-SEO-Ansatz ist dann auch sauber, Sichtbarkeit irgendwie von 0 bis 9 hoch, nur mit diesen ganzen Amateurvereinen und hat auch relativ schön Traffic gezogen. Das gleiche dann mit den ganzen Sportdatenbanken überhaupt, da das Ding ja sowieso auf Fußball lag, kommt man die auch nochmal gut, das heißt, werden dann auch zu diesen ganzen Begegnungen, Spielen, Tabellen relativ gut, das war dann irgendwie, das war ein anderes Subdomain und die beiden haben zusammen irgendwie 2/3 der ganzen Sichtbarkeit ausgemacht und die beiden haben sie einfach gar nicht umgezogen, die haben sie einfach ausgeschaltet. Clever. Clever, also die waren einfach weg. Wobei Johannes und ich, wir freuen uns gerade, glaube ich, ne? Ihr seid ja mit Fupanet Kooperation, wir haben ja mit Sportbuzzer.de was Eigenes im Verlag aufgesetzt, also wir finden diese Umstellung eigentlich eher positiv. Also für FUPA konnte eigentlich nichts Besseres passieren, wobei, also Fußball.de sieht ja FUPA so ein bisschen als Kontrahenten und versucht da auch immer mal wieder sich gegen zu wehren und FUPA wiederum sieht in Fußball.de halt irgendwie den großen DFB, die wollen die aber auch gar nicht angreifen, sondern sagen halt immer, wir sind halt so die Jungen, die Coolen und ihr seid halt der große Verband, der irgendwie ziemlich sperrig ist. Wir machen einfach unser Ding, dass dann aber mit Fußball.de der Relaunch wirklich so in die Grütze gegangen ist und wir dadurch nochmal so einen riesigen Push bekommen haben. Das war halt ein schöner Zufall, der war nicht geplant, aber wir freuen uns seitdem und wir freuen uns auch darüber, dass die sich selbst nicht in den Griff bekommen. Ich glaube eher, dass es beim DFB jetzt so läuft, dass die ein paar Millionen in die Hand nehmen und einfach in AdWords investieren und sagen, komm, dieses SEO ist sowieso irgendwie blöd. So das Gefühl habe ich zumindest. Und ja, ist doch nicht schlecht. Also die machen es halt wieder genauso, wie es halt ein großer, sperriger Verband tut. Und wir sind halt die das jetzt wunderbar nutzen können, die Chance. Ja, also, dann macht sie Post, weil die betreibt es ja für den. Und weil der DFB hat sich da relativ rausgehalten, auch schon zu unserer Zeit. Der will nur, dass das Ding da läuft und dass da irgendwie die Ergebnisse eingetragen werden. Ob die gefunden werden. Also der DFB hat mit SEO wirklich so, also das ist 15 Stufen weit weg von seinem Thema, was er macht. Damit hat er definitiv
nichts am Hut. Das merkst du auch daran, dass die schöne Erfolgsmeldung dann von Post Jung von Matt war, von wegen hier neu gelauncht und hatten gleich am ersten Tag irgendwie, was ich was, 50.000, 100.000 Neuregistrierungen, was ja ein Fake war, weil die haben die Community gelöscht und die Vereine mussten sich ja neu anmelden, weil ihre Accounts waren ja gelöscht. Aber und sie müssen sich ja anmelden, um die Ergebnisse einzutragen, sind ja so verpflichtet. Also das ist halt auch mal eine saugeile Success-Story. Ja, aber das ist doch das Spannendste. Eine Success-Story, die du im Vorfeld schon vordefinieren kannst, dann ist die Pressemitteilung schon fertig, bevor der Erfolg gekommen ist. Also von daher, also für die kann ich das nachvollziehen. Für uns war es auch eine Success-Story, so wie du ja für RP Online auch schon das gesagt hast. Wir beim Sportbuzzer sind halt so, dass wir auch ganz klar gesagt haben, wir wollen die Nutzer mehr mitnehmen, also User-Generated Content. Und da sind natürlich dann die Hürden viel niedriger, als wenn da so ein Prozess von der Post oder wo auch immer dann dahinter steckt. Also von daher, ich finde es gut. Und welche Plattform besucht der Pauli-Fan? Wir müssen auch Fußball.de unsere Ergebnisse mal eintragen, auch als achte Mannschaft. Das ist nach dem Spiel manchmal gar nicht so einfach, noch irgendwen zu finden, der das macht. Ja, ich glaube, bin dann doch auf der offiziellen Seite am meisten unterwegs. Ja. Aber du hast es ja schon gesagt, wir müssen die Sachen eintragen. Ich meine, dass es diese Pflicht zum Dateneintragen gibt, finde ich gar nicht verkehrt. Aber das Spannende ist ja, dass zumindest einzelne Verbände, jetzt darf ich nicht sagen der böse DFB, aber einzelne Verbände haben es ja auch versucht, wirklich mit Strafen dafür zu sorgen, dass die Leute live ticken. Du zahlst dafür Strafen. Wir hatten sogar mal einen Schiedsrichter da, du musst es im Vorfeld eintragen, deine Spielernummern und sowas alles schon reinstellen. Und der wurde beobachtet von einem Schiedsrichter beobachtet und der wollte unser Freundschaftsspiel nicht anpfeifen. Weil er gesagt hat, das ist nicht ordnungsgemäß vorher eingetragen und das nachher haben wir eine Strafe bekommen dafür. Aber denkst du auch, da wollen irgendwie nur ein paar Leute gegeneinander freundlich 9 Uhr morgens Fußball spielen und der Schiri weigert sich, weil die Buchhaltung so weit ist. Nee, so, ihr seid alle aus, keine Ahnung, quer durch die Stadt geheizt, um 9 Uhr morgens hier bei minus 10 Grad Fußball zu spielen und dürft nicht, weil ihr in irgendeinem Online-Portal nicht drin standet. Das ist aber auch eine verrückte Idee, also. Ja, ich weiß auch nicht, was mich dazu immer noch treibt. Was ich halt grenzwertig finde, ist einfach, dass auch diese Pflicht zum Live-Tickern dann zwischendurch eingeführt wurde. Und, ist sie noch da? Irgendwie haben sich dann doch ein paar Vereine dagegen gewehrt und dann ist das Ganze öffentlich geworden und dann hat man wieder Abstand davon genommen. Aber das zeigt eben einfach, dass wirklich irgendwas sehr, sehr Sperriges dahinter steht. Und ich finde es halt echt grenzwertig. Also so macht man eben auch ein Hobby und Spaß irgendwie kaputt. Ja, aber ich meine, die Datenerhebung, musst du dazu sagen, ist natürlich relativ vollständig. Das finde ich dann für die ist natürlich ein super, super Mehrwert, der da generiert wird, dadurch wirklich bis. Genau, die SEOs reiben sich dann die Hände, dass ich für jeden Dorfverein irgendwie die Möglichkeit habe zu ranken, weil das sucht man selbst, gerade wenn man aktiver ist, wo muss ich denn hin, zu welchem Platz und sonst irgendwie. Und das ist ja halt irgendwie alles Traffic, das dann so ein Portal super abgreifen kann. Ja. Absolut, ich finde halt nur, dass man irgendwo so eine Grenze ziehen muss und sagen muss, okay, das sind Pflichtdaten, weil wir die einfach brauchen. Also wir als Verband brauchen halt das Ergebnis, das kann ich irgendwo noch nachvollziehen, zumindest halt bei Nicht-Freundschaftsspielen. Aber dass man dann auch Pflichten zum Tickern und sowas einführt, das finde ich halt echt. Also am besten noch in Kölsche-Wembach, wo es weder WLAN noch Kabel gibt am Sportplatz, weißt du? Ja, das kommt ja manchmal noch dazu, dass du halt vor Ort tatsächlich auch Probleme hast. Also guck hier das Hotel, wo wir jetzt sind. Also vor 2 Jahren habe ich hier kaum was über 3G rausbekommen. Hat sich da was geändert? Ja, inzwischen läuft es eigentlich. Okay. Ja. Nee, also kommt noch an, welche Ecke vom Hotel du bist. Also hier hinten in den Räumen geht es ganz gut, da vorne wird es eher schlecht. Da ist ein Edge. Da ist ein Edge, ja genau. Und mit einem Balken. Natürlich. Ein schöner Bogen. Ja. Genau, ein schöner, schöner Bogen. Kommen wir zurück zum SEO. Nachdem wir so einen schönen Fußballausflug hatten, gehen wir zurück zum SEO. Ich war Samstag ja nicht da, aber ihr wart ja da. Was war denn Samstag so der große Highlight des Samstags gewesen? Ich glaube, du musst Wolf, von deiner Seite aus. Das ist eine gute Frage. Ich hatte eine mehr als vollgestopfte Agenda und habe leider nicht alles anschauen können. Was mir allerdings aufgefallen ist jetzt an dem ganzen Wochenende, ist für mich positiv, dass sehr viele Slots da waren, die um das Thema Prozessmanagement, Teammanagement, also dieses ganze Thema Professionalisierung, wie kriege ich das, was ich zu tun habe, besser, schneller gehandelt und abgearbeitet. Da habe ich mir tatsächlich so ein paar Slots angeguckt, die sehr gut gemacht waren in der Regel und mich insofern wieder bestätigt haben, dass wir nicht alles falsch machen. Das hat mich schon mal sehr gefreut, ja, dass wir also in der Richtung wohl ganz gut unterwegs sind. Eben auch vom Kollegen Erlhofer jetzt seinen Vortrag heute nochmal angeguckt.
Und es ist witzig, dass die, also Peter hat da auch sehr viel dazu noch kommentiert in dem Vortrag, dass die Ansätze in der Regel immer die gleichen sind. Und das war auch bei eurem mit drin von Take Value, dass die Probleme auch dieselben sind. Man denkt ja immer so, wie kriege ich das jetzt hin? Und ach, da kann ich wieder keinen fragen, weil das weiß eh keiner. Ja, aber es ist halt nicht so. Ja, weil wir haben alle die gleichen Aufgaben, wir haben alle die gleichen Probleme und unterm Strich alle die gleichen Arten von Kunden. Ja, der eine ist ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, aber vom Typ her sind sie im Prinzip alle gleich. Also du hast halt ein paar Typen von Kunden. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant, weil irgendwie im Rückblick, wie gesagt, letzte und vorletzte Jahr konnte ich nicht, aber war vorher ja eigentlich nie ein Thema. Ja, das war so, machen wir halt irgendwie. Und das ist so das Gesamtbild, was sich bei mir so ein bisschen festgesetzt hat, dass es eben tatsächlich in Richtung geht, wie kann ich es professionalisieren. Und was war so der beste Tipp, wenn du sagst, ihr macht es ähnlich, aber man hat auch Probleme, hast du irgendeinen ganz konkreten, wo du sagst, bei mir passt der Tipp geil rein in der internen Prozessmanagementsgeschichte? Naja, vielleicht ein Tipp aus der Sicht, wie wir es umgesetzt haben. Also gar nicht mal jetzt, was hier besprochen wurde, sondern diese Durchgängigkeit, dass du sagst, okay, ich habe eine Kundenanfrage, wo überhaupt noch nicht klar ist, wird das eventuell was, dass du versuchst, die Informationen bis hin nachher zum monatlichen Reporting einfach durchzuziehen und auch die Zuständigkeiten eben gleich festzumachen. Und wir haben es intern bei uns so aufgeteilt, dass wir halt nicht mehr einen haben, der nur für einen Kunden da ist, sondern halt mehrere haben, die aber verschiedene Aufgaben haben, weil damit ist es dann auf einmal skalierbar. Und das ist eigentlich... Vor Kunde oder nur intern? Vor Kunde ist es immer nur einer. Gut. Also und du fährst intern, eine Matrix-Organisation. Genau, und intern haben wir es aufgeteilt in verschiedene Level. Machen wir auch, aber ist natürlich Hölle. Matrix-Organisationen sind immer irgendwie... Ja, aber ich glaube, du kriegst es nur so skaliert. Ja, anders kriegst du es nicht hin. Aber das Thema Auslastungsgrad etc., ja, das sind Fall. Ganz, ganz üble Themen, ja, wo du Fall. Immer ganz schon am Rotieren bist. Also wir haben deswegen auch irgendwie wöchentliche und tägliche lustige ja, klar. Stand-ups, damit wir wissen, wo wir was hin und her schieben müssen, wo fällt was runter, weil du nonstop nachjust. Das ist halt... Ja. Also wir haben aber es, anders geht's nicht. Wir haben es gelöst über ein internes Tool. Das war auch die Diskussion in den meisten Slots. Intern oder extern, selber machen oder kaufen. Die meisten haben sich für kaufen entschieden. Dann aber natürlich das Problem, was wir früher auch hatten, unglaublich viele Tools im Einsatz zu haben. Wie gesagt, wir ist jetzt in dem Fall, muss man vielleicht dazu sagen, für die, die mich als Einzelkämpfer kennen, ich bin seit Juni ja als Head of SEO bei den Regiohelden, einer großen AdWords-Agentur hier in Deutschland, hätte ich fast gesagt, ja, mit 5 Standorten halt dementsprechend. Und habe jetzt ein Team von 5 Leuten und wir betreuen eine relativ große Zahl von SEO-Kunden, die halt im Standard-Abbildungsfall einfach nicht mehr handelbar waren. Und deswegen haben wir auch ein Tool selber entwickelt. Also es gab für die AdWords-Betreuung sozusagen eh schon ein Tool. Und in dieses Tool haben wir sozusagen weiter reinentwickelt, weil auch hier das Thema war, du kommst mit externen Tools in der Summe nicht klar. Also um den Planungsprozess, um den Abarbeitungsprozess, den Reporting-Prozess, um alles abzubilden, reibst du dich praktisch zwischen den Tools auf. Und wenn du es halt hinkriegst, dass intern sauber zu programmieren und da ein sauberes Tool hinzukriegen, dann sparst du unglaublich viel Zeit. Und das ist halt trotz des erhöhten Aufwandes, dass du es selber programmierst und Erwartungen, ja klar, da hat natürlich jeder recht, der sagt, das ist Schwachsinn, aber es hat auch definitiv Vorteile. Manchmal Schwachsinn Vorteile. Manchmal hat Schwachsinn Vorteile. Methode. Genau. Was war dein Highlight? Samstag. Kannst auch gerne Samstag und Sonntag nehmen, das ist jetzt, aber da ich Samstag nicht da war, interessiert mich, der Samstag so kommt. Aber es geht ja um die Hörer, nicht um mich. Also mach, was du möchtest. Ja, also bei mir ist Samstag auch dieses Thema Skalierbarkeit von Prozessen, Lean Canvas, solche Sachen sind eigentlich so meine Highlights gewesen. Und da muss ich einfach sagen, habe ich gerade wenig hinzuzufügen, was du gerade gesagt hattest. Also genau, ich gebe mal weiter. Okay, dann nähere ich mich mal aus der anderen Richtung. Ich fand den Felix Beilharz ziemlich spannend. Der war auch cool, ja. Der war toll. Weil der hat
quasi sein Self-Branding komplett zerlegt. Hat gesagt, also hat. Er kann es nicht jedem recht machen, das habe ich gelesen. Auch, fand ich auch gut offensiv damit, nach dem Motto, wenn man nicht über dich diskutiert, dann hast du insgesamt was falsch gemacht, so nach dem Motto. Ja. Aber der hat von Schritt für Schritt, von was brauchst du auf der eigenen Webseite bis hin, was musst du bei der PR machen, über Facebook, über wie ist man präsent überall, hat er das ganze Thema wirklich fast wie so eine Checkliste Stück für Stück da hingelegt. Und das fand ich sehr mutig und total, total aufregend, total spannend, einfach mal zu sehen, wie man sich selbst als Brand so positionieren kann. Und auch so gute Tipps rausgehauen. Total, ja. total gut. Also gerade für mich persönlich, der auf dem Weg auch gerade in die Selbstständigkeit ist, ist gerade ideal. Also ich habe jetzt quasi so einen Fahrplan mit an die Hand genommen. Ich habe, glaube ich, irgendwie jedes Chart fotografiert, das es da irgendwie gab. Und was war der Hammer-Tipp, wenn du sagst, der Hammer-Tipp? Es waren ein paar. Was ist der Hammer-Tipp? Das jetzt zu gewichten? Also er hat... Ich fand's mit dem Gesicht, fand ich so toll. Das Gesicht überall auf dem Laptop, Gesicht, das Gesicht auf der Visitenkarte, immer wieder deine Fresse, würde ich fast sagen, in die Kamera halten, ganz wichtig. Ja, und er hat halt auch wirklich ganz konkret Wege aufgezeigt, wie man an Journalisten auch ankommt, wie die vorgehen, wenn sie nach bestimmten Dingen suchen, wenn die mal einen Experten fürs Interview suchen und sowas. Und das ist halt als Multiplikator nachher Gold wert, wenn du da an diese Dinge rankommst. Also da spielt so ein bisschen wieder in das Thema von vorhin rein. In der Szene exzellenter Experte zu sein, ist schön und gut, aber du musst irgendwie den Weg finden, an das Normalvolk da draußen ranzukommen. Und das funktioniert halt dann über solche Dinge. Und da hat er halt wirklich sehr konkrete... Also mal ein Buch schreiben zum Beispiel. Ja, verschiedene... Ja, wobei der eins nicht reicht. Nee, mit vier Büchern kriegt man Wikipedia-Eintrag. und auch nicht im Selbstverlag, das zählt nicht. Also bis ganz konkret und... Testimonials und bekannt aus Funk und Fernsehen und all solche Seiten, also tatsächlich so eine Blaupausenvorlage, so positionierst du dich bis hin, so in welchem Level willst du Experte werden, willst du Speaker werden oder bis zu welchem Auftrags... Genau, der Unterschied zwischen Trainer und Experte. Genau. Super. Also da muss ich schon sagen, Hut ab und da werde ich mir durchaus einiges abgucken, ja. Ganz spannend, aus einer anderen Session fand ich in dem Zusammenhang, dass darauf hingewiesen wurde, dass dieses bekannt aus Funk und Fernsehen, wo man dann mal gerne eine Handvoll Logos unten reinhaut, dass es im Moment den einen oder anderen Verlag oder die eine oder den einen oder anderen Brand, muss man ja eigentlich sagen, gibt, die es nicht so lustig finden und dann auch mal mit dem Anwalt um die Ecke kommen, weil die Handelsblatt ist da gerade so ein Fall. Weil die es halt einfach überhaupt nicht komisch finden, wenn ihr Brand halt wirklich bei solchen Leuten überall sozusagen drauf ist. Denn es ist ja auch häufig keine qualitative Aussage, so nach dem Motto, wenn der in einer Podiumsdiskussion mal 2 Sekunden sozusagen im Bild war, aber eigentlich kein Wort gesagt hat, kann er natürlich trotzdem sagen, ich war im Fernsehen so ungefähr. Und das Handelsblatt geht gerade gegen die Leute vor, die das massiv auf ihren Webseiten oder überhaupt auf ihren Webseiten so als Marke auch nutzen, die damit direkt offen werben. Und da muss man halt einfach überlegen, wie man damit selber umgehen soll. Sollte man dann vielleicht nochmal drüber nachdenken, wenn man das wirklich so offensiv als Brand macht, entweder wenn man mit denen wirklich zusammenarbeitet, nachfragen, ob man es verwenden darf oder ansonsten gucken, ob es eine Alternative gibt. Aber die Logos da einfach so abzubilden, würde ich nicht 1:1 machen. Ja, Schlussfolgerung, jetzt nicht mehr fürs Handelsblatt arbeiten. Genau, an der Stelle. Nee, aber ich meine, wenn man natürlich dort einen Artikel, also einen Fachartikel hat, also irgendwas Längeres, und man sagt hier bekannt aus, hat das Logo drin und verlinkt auch seinen Originalartikel, wo man auch weiß, eigentlich drauf, ich weiß warum. Was für eine Begründung will man so etwas abmahnen? Also naja, also die Logo-Verwendung darfst du eigentlich nicht. Ich glaube, das Spannendere, darüber könnte man es wahrscheinlich, also ich bin kein Rechtsexperte oder so, aber ich vermute, dass man es machen könnte, indem man einfach einen Screenshot seines Artikels nimmt, weil das ist dann ja ein Bildzitat, wenn ich es richtig weiß. Und das wiederum dann sozusagen verlinken oder darunter verlinken und dann wiederum geht's. Aber es gibt halt einige, die sehr massiv... Also eine ganze Batterie unten drunter, genau. Von wegen, ich habe mal eine FAZ gekauft und eine Bild habe ich auch gekauft. Genau, und so dann weiter. Auf jeder Seite irgendwie unten drunter, oben drüber, rechte Spalte, und so dass das auch auf jeder weiß, dass du überall bekannt bist, genau. Obwohl dich niemand kennt. Bitte? Obwohl dich niemand kennt. Ja, genau. Das, klar, das nimmt ziemlich überhand, ja, bestimmt. Ja. Bei dem einen oder anderen.
bei mir, also Felix war bei mir echt die Nummer 1, war wirklich toll zu sehen. Wo ich mich dann selber frage, sollte ich mich da positionieren oder nicht? In der Phase bin ich gerade. Mal schauen. Für mich war eines der Highlights, obwohl er auch recht kurz war und auch nicht so sehr besucht war, Sebastian Weber. Much SEO, such international SEO in Nordamerika. Er war ja Head of SEO bei Idealo und arbeitet jetzt bei TripAdvisor in Kanada, in Ottawa. Also hat so über seinen Tag erzählt, wie der so funktioniert, dass er bei minus 25 Grad dann durch den Schnee stampfen muss, um ins Büro zu kommen. 10 Minuten ist wohl schon sein Fuß halb abgefroren, weil er läuft immer, weil er das toll findet. Danke fürs Flugzeug. Prima. Ja, das ist halt hier live auf dem Flughafen BER. Genau. Ja, dann wäre da kein Flugzeug, genau. Campix 2020. Der hat sich verflogen. Ja, der hat halt das gesehen, wie die dort ticken. Also, dass der Alltag komplett anderer ist. Es gibt halt recht kurze Zielvorgaben, die sind dann so 6 Wochen von der Idee über den ersten Test bis zur Umsetzung. Ganz spannend gemacht, wirklich toll. Und wir hatten uns danach noch ein bisschen drüber unterhalten und er findet es halt toll. Man kann halt endlich mal was umsetzen und wartet nicht darauf, dass der Betriebsrat dann nach 17 Wochen mal sagt, vielleicht. Das geht auch komplett anders. Und dann hat er noch erzählt, dass er als deutscher SEO den Vorteil hat, erstens, er ist Deutscher, er hat einen gewissen Ruf, er arbeitet halt mit Daten und Fakten und er kann halt die Search Metrics Suite bedienen, er hat ja auch da mal gearbeitet, weil die benutzen sonst nur eigene Tools, die sie selbst entwickelt haben und die sind teilweise 5, 6, 7 Jahre alt. Da kann man noch so Stochen im Nebel machen, aber bei der Search Metrics habe ich halt richtige Zahlen drin. Das ist für ihn halt auch wichtig. Und den Vorteil nutzt du auch aus. Aber hat der, wenn er nicht bei seiner Firma sitzt, auch seine Webanalyse und seine Google Webmaster Tools Daten? Was brauche ich? Ja, aber er ist wahrscheinlich auch der Einzige, der benutzt, weil die haben halt interne Tools. Ganz, ganz viele. Also ein Sack voll, hat er gesagt. Für jeden Quatsch gibt es ein Tool. Ja, kann man. Ja, und dann die Arbeitsweise war natürlich auch noch interessant. Also der Chef selber arbeitet da immer noch, der Gründer arbeitet da immer noch und er hat halt auch die Philosophie, also wenn ich dir um 22 Uhr eine E-Mail schreibe, dann ist die um 22.30 Uhr auch beantwortet. Ansonsten gibt es am nächsten Tag halt mal die Nachfrage, warum es noch nicht beantwortet ist. Da wird ein bisschen Druck gemacht. Grundsätzlich zeigt das aber auch, also Felix, einmal das Beispiel, das, was du jetzt genannt hast, auch nochmal. Ich fand am spannendsten die Vorträge, wo die Leute einfach mal sozusagen den Blick in ihren Alltag gezeigt haben. Ja. Also wir hatten das ja beim Media Day, wo von Foto.TV einfach mal gezeigt wurde, wie die produzieren, mit welchen Mitteln, warum die welche Technik einsetzen und solche Sachen, warum sie bestimmte Kameraeinstellungen verwenden und solche Sachen. Das fand ich hochgradig spannend. Das sind so Sachen, über die man sich im Normalfall einfach keine Gedanken macht, sondern die einfach quasi hingenommen werden. Das war so auch einer der Termine, wo ich sagen würde, das war ein wirkliches Highlight. Ja. Das war halt nicht so philosophisch, das war halt Hands-on. Ja. Genau, und das fand ich eigentlich durchgehend bei allen Themen. Das ist cool. Und jetzt du. Jetzt ich. Bei mir wird es jetzt nicht so cool. und zwar, was für mich halt wichtig war, ich erkläre jetzt gleich auch warum, war ein Beitrag von der Autobild, von den Kollegen dort, die eben über die automatisierte interne Verlinkung gesprochen haben. Ist jetzt nicht so, dass mir heute erst bewusst geworden ist, dass interne Verlinkung wichtig ist. Es war deswegen cool und interessant für mich, weil ich bei uns eben da auch ganz gerne ein bisschen was automatisieren würde. Ich kämpfe da aber einfach ein bisschen gegen Windmühlen, weil es da einfach so diesen Disput gibt, ja, Qualität und sowas abgeben an der Automatik versus eben diese journalistische Entscheidung. Und für mich war es einfach wichtig, jetzt nochmal konkrete Zahlen und Verläufe zu sehen und Entwicklungen, dass ich einfach sowas auch mal in die interne Diskussion mit einwerfen kann. Denn wenn der SEO sagt, das ist aber gut und wichtig, ist das immer schön und gut. Aber wenn ich dann mal sagen kann, übrigens bei der Autobild sieht es jetzt so aus und dann mal einen Graph an die Wand schmeißen kann, wie die ihn dabei haben, dann ist das, glaube ich, nochmal eine andere Ebene der Diskussion. Von daher jetzt kein so cooler Vortrag, wie die jetzt eben genannten, aber inhaltlich halt für mich persönlich einfach sehr, sehr wichtig. Deswegen ist das für mich so ein wichtiges Ding gewesen. War dann wahrscheinlich der bessere interne Verlinkungsvortrag mit denen, der wo ich war? Das
ist jetzt nicht fair. Willst du dazu was sagen? Das ist jetzt nicht fair. Es gab ja mehrere noch. Also von daher ja, ja, aber das fällt nicht ganz so auf. Vielleicht kommt die Runde schlechtester Vortrag. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, natürlich nicht. Ich würde gerne noch was einwerfen. Also wenn ich überlege, wie wichtig das Thema Mobile eigentlich gerade sich entwickelt, hat mich gewundert, wie wenig Vorträge es zu diesem Themenbereich gab. Sebastian Weber hat das hervorragende Zitat gebracht. Bei Ihnen in der Firma ist das so, geht's nicht in Mobile, geht es nicht. Das wird auch nicht für Desktop gemacht. Das ist denen vollkommen egal. Ich kriege deine Seite nie in Mobile. Ich kriege deine Seite leider nie in Mobile. Ja, komische Telefone. Bei das Original Tech Value Telefon. Ja. Ja, okay, aber ist halt auch so eine Sache. Das kam jetzt zu plötzlich vor der Campix, da waren die Einreichungen schon alle da. Ah, das habe ich nicht mit bei Johannes. Ja, aber es gab schon Mobile Site Audit, gab es schon. Ja, bei Johannes gab es auch die Unterschiede zwischen Desktop und Mobile Suche. Mhm. Hatten sie auch gemacht, da war so voll. Jetzt die Frage, warum bist du nicht reingegangen? Nee, das meinte ich nicht, sondern das Thema ist, wenn man sich überlegt, wie wichtig oder wie hoch es eigentlich nicht nur seit Google angekündigt hat, dass es ein wichtiges Thema ist sozusagen jetzt in diesem Jahr, sondern eigentlich ist es ja schon länger klar, wie stark das Mobile-Thema zunimmt, weil einfach immer mehr Zugriffe darüber entsteht. Ich meine, Second Screen ist nichts, was irgendwie gerade jetzt ein ganz, ganz frisches Thema ist. Und trotzdem wird es aus meiner Sicht an vielen Stellen nicht mal so weit aufgegriffen, dass man bei KPIs darüber redet, dass es eine Unterscheidung einfach vielleicht auch nochmal gibt zwischen Messdaten, die im Mobilbereich vorhanden sind und Messdaten, die im Desktop-Bereich vorhanden sind, sondern es wird einfach alles quasi in einen großen Topf und hier haben wir unsere KPIs und das sind so die Zahlen so ungefähr. Also wir haben ja in diesen Pooled Force Rounds auch uns Shops zum Beispiel angeguckt und solche Sachen. Und wenn man da auch im Backend sieht, was die erfassen, was die dann Werkzeugen den Leuten zur Verfügung stellen, dann ist es schon so, dass man merkt, dass bei ganz, ganz vielen dieses Thema Mobile und wie man damit umgehen soll, eigentlich noch kein echtes Thema zu sein scheint oder ja, sehr, sehr irritierend für mich. Aber die Vorträge, die da waren, stimmt, die waren knackevoll, also soweit ich das mit sagen kann. Sind wir uns dann alle einig, ob sich dieses Mobile und diese Smartphones überhaupt durchsetzen? Wie Internet. Wie Internet wird sich das auch nicht durchsetzen. Als nächstes musst du ja dann hier auch die Wearables. Genau, die entsprechende Smartwatch-Version auch haben, weißt du, als Viewport. Genau. Wir hatten da bei uns bei Pooled Force, ich glaube, das war am Freitag, ne, diese Diskussion mit den, hilf mir mal mit den Keywords. Was hatte er da mit den semantischen Keywords und so? Ja. Wo ich dann noch eingeworfen habe, dass es ja schön und düse ist. Und jetzt machen wir nochmal Phonetik und dann stürzt die komplette Idee, die er hat, wirklich in die Tonne, weil es dann überhaupt nicht mehr geht. Ja. Ich konnte jetzt ganz nicht folgen, welche Idee. Naja, es war da aufgegriffen worden, Olaf Kopp hatte ja einen Vortrag dazu gemacht, dass sie sagen, sie reichern bei der Keyword-Analyse ihre Daten semantisch an, um sozusagen noch bessere Abdeckung davon zu kriegen, was die Leute nun tatsächlich vielleicht interessieren könnten. Und der Ansatz selber, den sie da machen, finde ich sehr gut. Wenn man es aber wirklich semantisch machen würde, dann glaube ich, dass man so viele Daten einfach da kriegt, dass es kaum noch ernsthaft zu bewerten ist. Wir haben damals bei Heise Online eine ganze Reihe Sachen mit Semantik gemacht. Und wenn man, also Beispiel, man hat irgendwie eine Seite zum Thema USA, dann muss man halt alles, was irgendwie Amerika, Vereinigte Staaten von Amerika etc. ist, dazunehmen. Und dann auch nochmal von diesen separaten Begriffen das Umfeld, also die semantische Wolke sozusagen erweitern. Und wenn dieser ganze semantische Raum bei einem Begrifflichkeit ist sowas wie, ich habe ein Gesundheitsportal, nehme alle Keywords, die zu dem Thema kommen und erweite die um die semantisch ähnlichen Begrifflichkeiten, da kriege ich so viele Daten, mit denen kann ich gar nicht mehr anfangen. Und dein Beispiel dann dazu, wenn man das Ganze nochmal... Genau, wenn ich dann auf Phonetik komme, dann mache ich gerne bei meinen amerikanischen Freunden, die dann sagen, sie würden gerne Deutsch lernen, sage ich, überhaupt kein Problem, beschäftigt euch mit einem einzigen Problem, die Kuh, der Kuh, das Kuh. Wenn ihr das verstanden habt, dann könnt ihr nochmal überlegen, ob ihr Deutsch lernen wollt. Das ist dann das nächste Problem. Wir suchen dann halt phonetisch. Ja okay, dann, die Amerika, ich meine, ich sage immer, wenn du dich mit Deutsch auseinandersetzt, Komposita, lustiger Spaß für jeden, der kein Deutsch kann.
Ja. Da fliegen die dann immer komplett aus der Kurve. Ja. Nee, aber ja, also sehen manche Ansätze, finde ich, daher sinnvoll, wenn man so vor ein Einzelthema sitzt und möchte Recherchen, macht das absolut Sinn. Muss jedem klar sein, Google ist nicht semantisch und wird es auch nicht sein in nächster Zeit. Also das ist ganz schlimm, dass viele SEOs leider keine Statistik können und dementsprechend Statistik für Semantik halten. Es ist halt aber eine statistische Number-Cruncher-Maschine und man kann über statistische Verfahren sehr schön Semantik simulieren, aber sie haben kein Verständnis von Relationen, ist ja, okay, Vater ist, von, gehört diese, zu diese Familie. Diese typischen Beispiele, ne? Golf ist ja so ein typisches Beispiel, sei es halt Spiel oder das Auto oder Grille, sind es halt die Grillen oder ist es halt das Werkzeug zum Grillen? Genau, das machst das du, sind halt die typischen Sachen. Genau, das löst du als Maschine über ein Clustering aus und dann hat sich die Sache gegessen, da musst du kein Wort verstehen und kannst es sauber über das ist statistisches Clustering rausfischeln und dann hast du alle Begrifflichkeiten drin in deiner Swap. Ja. Hör mal die Grillen und dann... Ne? Genau. Ich rieche nichts. Ja, ja. Genau. Genau. Ja, ich rieche, was du denkst. Okay. Ja, okay, aber Großfeld, was mich sehr gefreut hat, ist, dass es relativ wenig Link-Building-Vorträge gibt. Eigentlich gibt es keine mehr, wenn sind sie als irgendwie Link-Driven Online-PR oder ähnliches gekennzeichnet. Entschuldigung, steht gerade hier. Ist nur Link-Earning. Genau. Das ist jetzt auch kein, ich war nicht in dem Vortrag, ich sehe es nur gerade auf der Agenda hier, also bitte Hans Richter und Fabian Söding, ich habe keine Ahnung, ob ihr gut gesprochen habt oder nicht, darum geht es hier auch gar nicht. Es geht nur einfach, dass das Thema doch relativ klein geworden ist, was mich persönlich sehr freut, weil es hat mich ja, es gab ja hier schon Campings, wo einfach von 15 parallelen Slots, 15 Arten von, wie baue ich mein Link-Wheel, Pyramide oder sonstige Arten von lustigen geometrischen Figuren, die ich mit meinem Link biegen kann. Was ja schon irgendwie dich, also was mich immer ziemlich zu Tode genervt hat. Mir fällt gerade noch ein, das war jetzt aber auch schon am Donnerstag, waren Maximilian von Bild und die Jasmin von unserem Immobilienportal. Die haben zusammen einen Vortrag gemacht, wie man Journalisten erreicht. Also Maximilian macht es ja von der Bild, ne? Hat dann so gesagt, so wenn da steht Pressemitteilung, in der E-Mail steht Pressemitteilung und dann wird da automatisch in den Filter gelöscht, dann liest doch kein Journalist mehr. Wie spricht man Journalisten an? War sehr toll gemacht und die Jasmin, die kommt ja aus dem Bereich PR, sie hat das ja mal studiert und hat dann gesagt, wie sie das gemacht hat, an einem richtig konkreten Beispiel mit der Agentur, wie sie da zusammengearbeitet haben. Wir haben zwei kleine Infografiken gemacht. Die Bild hat es veröffentlicht, damit dafür entschlossen, macht es bei der Bild exklusiv und danach ist das Ding dann viral geworden. So viral, dass dann noch die Rostocker Ostsee-Zeitung, wie auch immer sie heißt, dann genau runtergebrochen hat auf den lokalen Aspekt. In Rostock zahlen die Leute 415 Euro im Jahr zu vielen Nebenkosten und haben daraus aus diesem großen Zeug, was die Bild hatte, was Kleines abgeschrieben und haben es lokal nochmal angereichert. Sehr interessant, war ein richtig tolles Ding. Cool. Aber haben dann die ganzen viral gehenden Dinger auf die Bild referenziert oder auf die Originalquelle? Das weiß ich nicht. Nee, aber an der Stelle sah man von den Meldungen an vielen Stellen, dass was du eben gesagt hast mit der Ostsee-Zeitung, dass sie es, sagen wir mal, angereichert oder aufgearbeitet haben für ihre Zielgruppe. Und ich glaube, von dem, was man da so, zumindest ist ja ein sehr kurzfristig, dass dieses Thema da jetzt gewesen ist, das, was man so ein bisschen sehen konnte, ist, dass die anderen davon sehr wohl was haben. Also nicht nur die Leser, sondern auch, was die Signale von außen einfach angeht. Also es ist eben nicht nur, die Bild kriegt nachher die Links. Wobei ich da noch was zu sagen muss. Ich war auch in dem Vortrag, ich fand den grundsätzlich sehr, sehr gut. Aber bevor das jetzt falsch verstanden wird und jetzt sich jetzt ein paar Leute schon Notizen machen, bloß nicht mehr Pressemitteilungen irgendwie Betreff schreiben, ja, weil das war ja so eine Kernaussage, schreibt bloß nicht Pressemitteilungen in dem Betreff, die wird sofort gelöscht. Das muss man halt genauso differenziert sehen wie den Inhalt. Denn es kommt natürlich stark darauf an, wen ich anschreibe. Wenn ich also irgendwo ins Lokale möchte, dann muss ich halt sehen, wenn da Sommerloch ist, dann werden die Randspalten in der Zeitung nicht kleiner, die müssen gefüllt werden. Und dann ist es manchmal so, dass du halt als Journalist wirklich ein Problem bekommst, deine Randspalte mit Meldungen zu füllen. Und dann sind die Leute froh, wenn sie Pressemitteilungen haben. Wenn dann aber irgendwas Kryptisches in der Betreffzeile steht oder irgendwas, wo man eben nicht sofort sieht, das ist eigentlich eine Pressemitteilung und da kann ich eine Meldung draus machen, dann wird das gelöscht, eben weil eben nicht Pressemitteilung drinsteht. Also ich muss mich immer sehr genau fragen, an wen richte ich mich eigentlich gerade. Das heißt, auch da kann man wieder keine pauschalen Aussagen treffen, sondern muss sich eben überlegen, wer ist denn so die Audience und wie formuliere ich das Ganze dann? Ich weiß, das fand ich ja gefährlich einfach an der Stelle. Also Kampf dem Dogma.
Ich fand es auch sehr interessant, dass man eigentlich recht früh die Entscheidung treffen sollte, mache ich selber oder nehme ich mir eine Agentur und die, die es auch kann. Die zu finden ist ultra schwer, klar, aber der Entscheidungsprozess muss ganz vorne sein. Weil ansonsten laufe ich halt dann entweder daran, dass mich keiner liest, weil ich auch niemanden kenne. Oder ich habe eine Agentur, die halt sagt, ja, wir haben es auf OTS schon eingestellt, fertig. Kann man machen. Kann man machen. Dann ist es aber kacke. Genau. Was ich generell spannend fand und mir leider verwehrt war, weil ich ja nur Freitag, Samstag, Sonntag da war, waren eben genau diese Pooled Force-Runden, für die ihr schon angesprochen habt. Ich glaube, das ist so, wenn ich das auch jetzt vom Feedback mitnehme, was ich aufgeschnappt habe, ist das für die Woche oder jetzt mal im Rückblick auf die Woche genommen der Burner gewesen. Also das war richtig, es war der Burner. Es war komplett anders geplant, aber wir haben es dann einfach geändert und dann war das unser. Ja, und das Schöne war, dass es auch so ein paar Sachen gab, die sich wirklich komplett durch die Woche gezogen haben, wo man im Prinzip, wo so eine Idee einfach mit jedem, was man so am Tag gehört hat, nochmal ein bisschen weiter gereift ist und es dann nochmal weiter durchgesprochen wurde. Das fand ich sehr gut und die Gruppen sind auch total toll zusammengewachsen, einfach weil man regelmäßig sich getroffen hat. Jeder hat so ein bisschen ja von sich auch preisgegeben und hat so ein bisschen was damit in die Runde reingegeben. Und das hat sich auch abends immer weiterentwickelt. Dadurch, dass die Runden halt auch klein, beziehungsweise insgesamt nicht so viele Leute da waren, war das dadurch viel mehr in die Tiefe. Und das war, also qualitativ fand ich das ganz hervorragend. Das war, also geplant war es ja so, dass jeder da sein Projekt reinschmeißt und dass die anderen dann halt ihm oder ihr bei einem Problem helfen. So war es aber nicht. Wir haben am ersten Tag eigentlich nur die Vorstellungsrunde geschafft. Mehr haben wir nicht geschafft, weil schon da kamen schon so die ersten Zwischenrufe und das war fantastisch. Und dadurch, dass es auch ein Closed Group war, es kam also keiner von außen mehr rein, war das super. Also das war echt klasse. Und gestern also gab es ja mehrere Gruppen. Auf gestern waren wir gesessen bis 10:30. Ja, genau. Ja. Und vorgestern haben wir ja nochmal eine kleine Side-Klinik für 2 oder 3 Seiten gemacht. Ja. Und da kann man halt auch ganz anders mit so Themen umgehen, weil wenn du in der großen Runde sozusagen dich da einfach nackig machst, das... Wart ihr in der gleichen Gruppe? Ja. Ja, okay. Das heißt, ihr wisst jetzt nicht, wie die anderen Gruppen waren. Also das doch, natürlich wir haben, doch, 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 doch. Wir hatten gestern, die ganz große Runde über alles. Und da haben wir uns auch sehr stark ausgetauscht, aber es war auch so, dass unter den Gruppen nochmal so eine Durchmischung auch einfach entstanden ist, durch die Leute, die man kannte. Mhm. Aber diese Zeitklinik, die war wirklich nur in unserer Gruppe sozusagen und da war es so, dass man sehr offen sprechen konnte, ohne dass man so jemanden bloßstellt. Mhm. Und die Leute im Team, die da drin waren in dieser Runde, die waren so, dass jeder von seiner Erfahrung was mit dazugegeben hat und das fand ich sehr spannend. Also es war super. Ja. Ah, da muss man halt auch sich eine Woche aus dem Geschäft zurückziehen können, was jetzt. Ja. Geht halt nur für die Wochenteilnehmer und dann gibt es da ein Drittel und fertig. Aber es war super lohnenswert. Ja, ja, definitiv. Also wenn für eine Woche Abwesenheit, nee. Wenn Marco die Woche wieder macht, dann auf jeden Fall mit Pooled Force. Das war super. Also war echt Highlight. Ja. Wenn man die Woche über Revue passieren lässt, Highlight. Du warst nicht dabei. Ich war nicht dabei. Ja, nicht. Der wäre ja noch besser geworden. Siehst du, da hast du das Problem. Hast natürlich den Top-Experten draußen gelassen. Das möchte ich jetzt nicht kommentieren. Ich fühle mich gemobbt. Das ist wohl wahr. Und ansonsten so ein bisschen Rahmenprogramm. Gestern Abend, ich war nicht da. Was gab's? Muss ja immer so kämpfen, so ein Rahmenprogramm ist. Verletzt. Ja, das stimmt. Also Pascal hat es ja leider... Genau. Aber den schon am Freitagabend schon. Das war schon vorgestern. Ja. Er hat ja da mit dieser Sorbing-Kugel. Genau. Die Kugel gegeben. Genau, Kugel gegeben. Ja, aber sonst gestern Abend hier, wer hat gelasertaggt? Wir waren ja in der Zeitklinik. Nee, im Follow-up. So in dem Follow-up, genau. Zeitklinik haben wir gestern, aber da ist die Runde auch immer wechselnd gewesen und wir sind von. Also wir haben eigentlich alle Themen, die irgendwie uns gerade in den Sinn kamen. Ja, also wir sind von E-Commerce zu Porn gelandet. Also ich habe alles gemacht. Wie sonst? Wie sonst auch. Ja. Das ganz normales Leben. Wir haben das Leben abgebildet, genau. Ja. Sehr gut, sehr gut. Deswegen war bei uns beiden gestern kein Abendprogramm, weil wir haben es einfach... Das war das perfekte Abendprogramm, ich bitte dich. Also thematisch, mit Porn ansonsten nichts... genau, nicht, dass da Gerüchte aufkommen. Ich möchte an der Stelle aber noch kurz anprangern, dass es gestern keine Band gab und schon gar nicht die Q-Band, die ja jetzt nach einem Jahr Pause dran gewesen wäre. Keine Q-Band. Sehr, sehr schade. Ja, wir haben mit Wer wird Millionär in den
Abend eingeläutet und dann war aber auf einmal irgendwie so der Raum leer. Weil der DJ halt, ja, hat mir auch nicht so gut gefallen. Sehr elektrolastig war, ja. Ja, das, naja, die Leute hingen an der Captain's Bar und irgendwie so eine Handvoll Leute hat es noch so ein bisschen darum gehampelt und ist dann aber auch gleich wieder abgehauen. Und ich auch starte hiermit auch eine Petition wieder für United vor nächstes Jahr. Unbedingt. Absolut. Und dann auch unbedingt wieder wie vorletztes Jahr davor eine Runde Wer wird Millionär? Selbstverständlich. Sehr schön, sehr schön. Also nicht, das so viel, heißt, nicht so viel ausprobieren am Samstag, sondern das, was sich bewährt hat. Bewährt ist, ja. Ja. Genau. In der Woche probieren, aber am Wochenende bitte bewährtes. Hans und Mami. Und Sonne. Nächstes Mal wäre Sonne gut. Weil ja, Sonne. Dienstag war Sonne, war super. Ja. Dienstag früh war absolute Topwetter. Ja, vielleicht einfach auf die Campings auf den Termin von der ehemaligen M3 legen. Das war ja eh das Beste an der ganzen M3, war das Wetter hier draußen. Ja, aber das sind selige Seen wegen dem ganzen grünen Zeug. Da wir müssen aber erstmal mit einer Axt durch. Ja, aber es ist auch so. Also wir haben so schön, und ich wollte auch gar keinen See liegen. Ich habe dann in der Sonne gelegen, bis mich irgendwann ein Granaton von der Seite angeblubbert hat, dann war es dann aus. Aber, ja, aber du hast da so großen Biolärm, das nervt dann einfach nur noch. Und Mücken. Biolärm? Ja. Ja, Vögel. Schön sind Vögelzeug da draußen. Das ist ja furchtbar. Diese Natur muss sofort ausgerottet werden. Aber. Genau. Nee, aber. Betonieren, fertig. Grün anstreichen. Genau. Was fürs Auge? Ja. So, wen von euch sehe ich dann, Dienstag SMX? Mario, du bist nicht da. Nein, irgendjemand muss ja mal arbeiten. Ja. Nee, geht ja mal. Jetzt bist du eine Woche eh raus, dann ist auch Latte. Nee. Nein. Aber Gero ist da. Ja, ich bin der von der Bühne winkt. Sehr gut, sehr der gut. Der Speaker. Der eine Speaker. Ja, der eine. Er macht den ganzen Tag. Also den ersten Tag und ich mache den zweiten Tag. Ich rock den ersten Tag. Erst machen Rand Fishkin und Markus Tober die Bühne leer und ich sorge dann dafür, dass sie wieder reinkommen. Aber das ist doch keine Konkurrenz, oder? Nee, ich bin ja auch danach dran, also es steigert sich so. Ne? Erst ja, aber das ist toll. Erst die Unbekannten. Ja. Genau, das ist ja, aber. Das ist ja Vorband normal. Halt. Genau, die Vorband. Amateure. Genau. Erst die Vorband, dann genau. Die bitte, echten Highlights. Bitte, ich möchte zitiert werden, dass Markus Tober meine Vorband war. Ja. Sehr gut, sehr gut. Er ist ja mal wieder da, dann sollte er auch dahin. Ja, das stimmt. Mal im Land, dann sollte er auch kommen. Nee, aber war ja auch. War einer in seinem Vortrag hier? Ja, ich habe. Ja, und? Du hast ja gerade schon gesagt, das ist nichts Semantisches. Nein, aber es ist. Hast du recht. Nein, ich fand's gut. Also er hat mir wieder mal aus der Seele gesprochen, so wie Karls ja auch tut, weil ich sage, vergesst es einfach. Ja? Also er sagte zum Beispiel, Keyword im Titel ist so wie es bisher oder in der Vergangenheit, sagen wir mal, etwas weiter gefasst, in der Vergangenheit gemacht wurde, halt mindestens mal nicht mehr notwendig, im Zweifel sogar eher schädlich. Ja, wenn du sagst, wenn du dir anguckst, welche, gerade nach Hummingbird, wie sich da die SERPs verändert haben und wie Ergebnisse in auch sehr longtailigen Bereichen eben sich durchziehen, die überhaupt weder im Titel noch sonst irgendwo das Keyword drin haben, weil sie halt einfach entweder unter anderem mobile optimiert sind, weil sie geilen Content haben, weil sie einfach besser sind als die anderen, ist es halt so ein, ist da so ein Umdenken irgendwo im Kommen. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Und er hat natürlich auch sehr viel Statistik noch gebracht, Beispiele gebracht. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, das jetzt nach. Würde ich übrigens nicht unterschreiben, um das ganz klar an der Stelle zu sagen. So. Also was man da, ich war halt auch drin, was man da noch sehen muss, er hat ja jetzt nicht gesagt, das Keyword und Titel ist irgendwie überflüssig, sondern diese Hardcore-Optimierung auf ein gezieltes Überoptimierung. Wenn man halt irgendwie auf. Er hätte doch irgendwas mit Rührei oder Eiern, Eier kochen oder so, dass er dann halt sagte, also wenn ich jetzt hier halt eine Seite habe mit Eier kochen, dann habe ich halt auf Eier kochen, dann wie koche ich ein Ei und so weiter früher gemacht und heute reicht es halt, wenn ich die wie koche ich ein Ei-Seite habe, dass die dann eben auch schon auf das Wort Ei ranken kann. Also das Keyword darf schon rein, aber ich soll halt nicht überoptimieren auf alle möglichen einzelnen Keywords. Er hat hier noch dieses Beispiel. Dieses Migräne und Kopfschmerz. Genau, oder dieses sehr, sehr plakative, wo er halt sagte, wie werde ich schwanger, irgendwie ein amerikanisches Portal, dass das die halt irgendwie. Okay, die Amerikaner wissen sowas halt nicht. Das kommt mir schon nicht vor. Die hätten irgendwie, was hatten sie, 3.500? Mehr, irgendwie 4.500. 4.500 Möglichkeiten, schwanger zu werden.
Und das haben sie jetzt halt runtergefahren. Ja, keine Ahnung, und das haben sie halt eingedampft, eben auf irgendwie 15. Okay, das ist halt dieses klassische Near-Duplicate-Content, der ja, halt Panda nicht mehr. Okay, also, da gehe ich mit. Aber ich kann dir ganz schön, du kannst ja deine Webmaster-Tools, da holst du immer deine URLs, die ranken und schaust dir die Begriffe an, und da siehst du gerade, wenn du im Longtail unterwegs bist mit Dreier-Kombination, wenn die genauso im Titel steht, dann ist das auch das Hauptding, was der Traffic bringt. Und das ist aber 100%. Wenn du natürlich dann den einen Artikel, also ich habe die praktisch einen gelben Koffer, roten Koffer, schwarzen Koffer, den Kram, da kriegst du halt Panda-Probleme, weil das ist natürlich Near-Duplicate-Content, das ist Nonsense, das macht man heute echt nicht mehr. Aber, bam, deine Phrase, die zieht wie Hölle. Ja, aber es geht ja darum, dass du nicht dieses eine Keyword überoptimierst, sondern dass du sagst, okay, dieses Keyword, es sind ja immer noch Keywords, also das, was eingegeben wird im Suchschlitz, sind Keywords, ja, dass du die eher wie ein Themenbereich oder eine übergeordnete Größe siehst und sagst, okay, ich schreibe halt zu diesem Thema und ich versuche das möglichst kompakt, aber holistisch, um dieses Wort mal wieder in den Mund zu nehmen. Pack mal die Klopolis aus, wir machen holistisch. Genau, also dass du einfach versuchst, den Artikel oder den, ne, ist ja nichts Neues, zu schreiben zu dem Thema. Und dann rankst du halt auch für mehrere Kombinationen, für mehrere Keyword-Kombinationen oder nahe Keyword-Kombinationen. Also, wie gesagt, bei dem Kopfschmerz-Thema war irgendwie war Headache das Keyword, und er hat aber genauso sauber gerankt für, keine Ahnung, wie kriege ich meine Migräne weg oder so, ja. Und das hat, da ist halt dann das Keyword nicht mehr mit drin. Also, wie gesagt, ja, nein. Also ich kann dir 1000 Gegenbeispiele bringen, also wirklich Klassiker, du hast irgendetwas im Reisebereich, da hast du die Sachen Wintersaison 2014, 2015, da steht da immer nur Standard oben drin. So, dann schreibst du über die Jahreszahl mit rein, bam, bist du im Jahreszahl-Ranking mit da, warst du vorher nicht. Das ist ein Beispiel, und das war letzte Woche. Also du kannst es bei tausenden Fällen machen, das muss schon im Moodle schon passen, aber du machst halt nicht mehr die 100. Iteration und du schreibst per se, also beziehungsweise ich war schon immer dafür, einen Schritt, einen Titel aktionsorientiert zu schreiben, also klassisch Relevanz, Value, Call to Action muss über Title und Description halt sauber abgedeckt sein. Und ich mache halt nicht Singular, Komma, Plural, Komma, Synonym, Komma. Also da kriegst du einen Akkress. Also das war aber schon immer scheiße. Also, aber der Punkt ist ja, dass du eben nicht überoptimierst auf das, was du dir an Keywords nimmst, sondern dass du sagst, okay, so ist es nun mal, oder das ist nun mal die Reihenfolge, wie jemand das suchen würde, und dann gehst du darauf und sagst, dann genau, mach ich es aber trotzdem richtig. Also der Ansatz ist ja eher user-zentriert als Keyword-zentriert. Ja, also, immer, es geht um Nutzerintentionen. Es geht ja um Nutzerintentionen. Deswegen hilft meistens eine gute Überschrift. Also, ja, man muss halt eine geile Zeile schreiben. Ja. Ich glaube, man kann es ein bisschen mit dem verheiraten, was auch Herr Tandler erzählt hat, dass man eben nicht mehr so auf diesen extremen Shorthead gehen soll, sondern lieber auf den Longtail, und dass man dann eben auch die kurzen Keywords damit abdecken kann. Ich glaube, so ein bisschen in die Richtung ging es. Ja, was halt... Was okay, bei Longtail sind alle dabei. Wenn wir schwanger sind. Genau. Wenn wir die dann 3000 oder 4000 Varianten durch haben. 4000 mal poppen, oder? Ja, aber dann sollte es gehen irgendwann. Großkredit für die Elemente. Was er halt auch noch meinte, ist, dass man einfach ein bisschen umdenken muss und einfach ein bisschen schauen und auch vor allem selber rausfinden, wie sich die SERPs eben auch verändern und wie sich die Suche auch verändert. Und dass wir SEOs, in Anführungsstrichen, ja, wir SEOs sehr häufig in der Vergangenheit eher nach Rezept und Kochbuch gearbeitet haben und man sich das halt nochmal gerne durch den Kopf gehen lassen soll, ob das Richtige ist, weil er der Meinung ist, dass das in Zukunft nicht mehr. Okay, also für Chefkoch ist das Kochbuch okay. Für Chefkoch super, Rezeptseiten auch alles klar. Für SEOs, die sollten ihre Checklisten und standardisierten Vorgehensweisen halt ein bisschen über Bord werfen. Also ich war auch schon immer ganz, also das Problem ist halt bei solchen Geschichten, wenn ich immer drin sitze, denke ich mir immer, ja, mache ich schon immer so. Das Problem ist halt, wenn man in Häusern gearbeitet hat, die eine gewisse Größe haben, da hat man nicht 5000 Artikel, so wie ich meinen Koffer packe, sondern man hat den Redakteur, der einen geilen Artikel geschrieben hat, und das bringt man dann bei, wie er die richtige Zeile für Google schreibt, zu diesem einfach. Artikel, der da drin ist. Das ist relativ einfach, würdest du draufklicken? Ja, dann mach's neu. Genau. Aber das ist halt genau das Thema. Und das haben wir schon immer. Deswegen hatte ich die Probleme nicht. Das sind so Standard aus dem Affiliate, wo die Leute halt ihre 1000 Sachen aufgezogen sind. Deswegen sage ich, wir in der Runde diskutieren um etwas, was eh klar ist. Ja?
Aber ich fand es trotzdem gut, dass er es eben an Beispielen und an dem, wie er es gesagt hat, eben nochmal auf den Tisch gebracht hat. Ja, das macht Karl, das macht er, das machen wir im Prinzip alle. Und trotzdem ist es offensichtlich immer noch notwendig. Das ist das, ja, so in der breiten Masse, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Und das ist eigentlich... Ja, er betont Karl übrigens wie deine Leute in deinem Podcast. Karl. In deinem Walking Dead Genau, Podcast. Walking Dead Podcast, ja. Bald Game of Thrones Podcast, ja. Geht also Tobias Schwarz hat ja, also Strucker ist jetzt ja umbenannt in... Autisto. Autisto, genau. Und Tobias hat ja sehr schön... Beide Domains. Genau. Wenn nicht, jetzt bitte. Hat ja sehr schön in seinem Vortrag auch gezeigt, wie eine Seite, die im Prinzip durch so ein paar Sachen, die amok gelaufen sind, und wo so Faceted Search und solche Sachen nicht so wirklich drin beachtet wurden, wie aus, ich glaube, es waren 200.000 Produkte, die sie real hatten, dann irgendwie sie im, wie viel waren es insgesamt? 20? Nee, ich glaube, sie waren im 100-Millionen-Bereich, wo sie da unterwegs waren, was sie so aus den Logfiles rausziehen konnten, wie viele Seiten die Leute ansteuern. Und wie viele Seiten man da einfach wegschmeißen kann, weil sie eigentlich nicht erforderlich sind oder weil sie einfach so sind, es kommt zwar Traffic drüber, aber es gibt zum Beispiel, weil es Ajax-Requests sind, es gibt weder den Bestellbutton, noch gibt es Navigationsmöglichkeiten, was natürlich sowas wie Absprungraten und Verweilzeit wieder negativ beeinflusst. Dann eine Ladezeit erhöhen, dann bleiben Leute länger. Ja, so in der Art. Nein, aber einfach mal zu zeigen, wie viel man eigentlich wegschmeißen kann. Und da ist deren Hauptjob, glaube ich, den Leuten klarzumachen, dass es eben nicht Mut braucht, um sowas anzugehen, sondern einfach Weitblick eigentlich mehr, sondern so zu verstehen, so nach dem Motto, ja, du hast diese 100 Millionen, aber es bringt dir eigentlich überhaupt nichts. Konzentrier dich auf die Sachen, die wirklich wichtig sind. Und das geht ja eigentlich in die gleiche Richtung. Also ja, dieses genau. Koffer in oder die Kombination aus Produkt plus Größe plus Farbe, alleine das ist ja schon, das ist die bescheuertsten Kombinationen. Wir hatten es ja gestern im Brute Force Nachgang auch gehabt. Ja. Da war dann die Kennzahl 153 Mal im Quartal 4 wurde diese URL aufgerufen. Was vollkommen irrelevant ist. Die kann 20 Millionen Mal aufgerufen werden. Wenn ich damit 16 Cent verdiene, ist das für mich uninteressant. Dann hört die auf den Scheiterhaufen. Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn man ernsthaft den Shop wirklich sauber ausrichten und optimieren will, dann geht es ja nicht nur darum, wie viel davon verkauft worden ist, sondern geht es auch um Thema Deckungsbeiträge. Deckungsbeitrag, genau. Und das ist das Entscheidende. Also wenn ich 100 Stück von Produkt A und 100 Stück von Produkt B verkauft habe und bei Produkt B ist einfach der Deckungsbeitrag viel, viel höher, dann stecke ich da meine Zeit und mein Geld rein, aber nicht in das andere. Also exakt, aber da bist du beim Thema noch weiter vorne, da muss der Deckungsbeitrag auch bitte im Analytics stehen, da stehen meistens nur die Umsatzzahlen drin. Ja. Ja, und ja, dann wäre es noch schön, wenn man die Retouren nachspielen könnte, weil die sind in verschiedenen Bereichen halt auch verschieden hoch. Ja, klar, natürlich. Und die Daten hat man meistens als SEO gar nicht vorliegen, da muss man erstmal durchs Haus laufen und sagen, kriege ich die denn irgendwie hier rein? Und dann hast du erstmal wieder ein halbes Jahr bis Jahr API-Krieg, bis du die Daten hast. Aber das ist natürlich absolut korrekt. Also Wenn man den Weg gehen kann, sollte man den gehen. Und die hatten interessanterweise in ihrem Shop diese ganzen Daten und haben sie einfach aber falsch getrackt, um es mal so ganz klar zu sagen. Klassiker. Ja. Falsch tracken, Klassiker. Falschen. Und sehr schön an der Stelle auch, sie haben nur 4 Felder vorgesehen für jedes Quartal, sodass, wenn das neue Quartal beginnt, man keine Vergleichsdaten mehr hatte zum Vorjahr, sodass so saisonale Geschäfte einfach an der Stelle sowieso nicht mehr berücksichtigt werden können. Oh, kein Hier-über-Hier-Vergleich, ganz ärgerlich. Ja, genau. Genau. Wer bei Chiba auch total hatte. Ja, nee, da gibt es ja jede Woche ganz neue Produkte, die es im Vorjahr noch nie gab, deswegen macht das Vorjahresvergleich gar keinen Sinn. Und wenn im Sommer Weihnachtskugeln zum Beispiel nicht gekauft werden, dann ist auch klar, die werden auch im nächsten halben Jahr nicht gekauft, richtig? Genau, definitiv. URL sofort gelöscht. Ja, tatsächlich werde ich was zu Chibo und Weihnachten auf der SMX erzählen. Aber erst nachdem die Vorband vom Platz ist. Ja, genau. Nachdem der Anheizer Rand Fishkin die Leute so ein bisschen wach gemacht hat und die Vorband gespielt. Der Toba getanzt hat, dann kommen wir zum ernsthaften Teil. Das ist... Jetzt ärgere ich mich. Ja, ich mich auch. Ich mich auch, ja. Ja. Ja, mein Lieber. Du weißt immer, nach der Campix ist vor der SMX. Vor der SMX, ja. Noch jemand um wieder Euro ins Phrasenschwein. Ja, so muss sein. Nee, ich glaube, dann haben wir eigentlich so
Wow, cool, cool, cool. Und so gelb. Ist das der letzte FDP-Prozentpunkt gewesen? Ja, genau. Sehr schön. Von dir kommen jetzt noch mehr in die Fragen. Hier kommt ein 500er Cut in die Scheine. Au. Oh. Der ist ja nicht mehr da, oder? Nee, der macht Urlaub. Ach, der macht nur Urlaub? Ja, ja, ja. Ich dachte, der hat jetzt eine eigene Notenbank. Ja. Ah. Der erzählt ja mal so viel von Mobile. Besuch mal seinen Blog. Genau. Ja, genau, aber bei dem Mobile-Thema sind wir vorhin ja irgendwie abgebogen und dann haben wir uns verirrt zu den FDP-Prozentpunkten. Ja, wir haben uns doch geeinigt, dass wir alle nächstes Jahr einen Mobile-Vortrag machen. Definitiv. Zusammen. Zusammen. Das ist gut, dass wir gearbeitet haben, jeder zwei Slides, sondern cool. Cool Mobile-Vortrag. Genau. Dann wird es was. Genau. Bis dahin ist das Mobile, glaube ich, gar kein Thema mehr. Das ist verstorben. Nee, dann kommen Wearables. Dann geht es darum, wie kriegen wir es jetzt endlich versprachlicht. Ja. Achso, ich dachte in die Netzhaut. Das war auch nicht schlecht, ja. Das stimmt. Das stimmt. Direkt Brain Interface hätte ich eher wissen. Möchtest du das? Das, was du gerade denkst, dann jeweils in deiner Netzhaut schon sehen? Ich glaube, es gibt manchmal so Sachen, wo man Bilder in seinem Kopf hat, die möchte man auch ganz schnell wieder raus haben. Hundewelpen. Ich glaube auch, dass es viele Millionen Deutsche gibt, wo das mit dem Brain ziemlich schwierig wird. Aber da ist Platz für die Speichererweiterung. Ja, genau. Oh Gott, das schweifen wir wirklich ab. Okay, also wir merken uns super Campings, viele schöne Eindrücke mitgenommen. Ja. Nicht zu viele Leichen gestern Abend. Es ging. Ja, ich war ja auch nicht da. Ja, gute Besserung an Pascal. Genau, das auf der Stelle auf jeden Fall. Werd wieder gesund, Junge. Saß echt aufgefallen mit dem Arm. Aufgefallen ist mir, habe ich da auch gleich bemerkt. Personal Branding. Definitiv. Kann man jetzt ein Buch draus schreiben. Sollst du mit der anderen Hand natürlich. oder diktieren. Genau, und dann gucken wir, dass wir nächstes Jahr uns alle wieder treffen und wir sehen uns ja sowieso auf der SMX. Bist du schon am Montagabend schon da? Zum Essen? Ich bin Montagabend schon da zum Essen. Ah, super. Sowohl Speakers Dinner als auch In-House Meeting. Okay, ich bin nur bei Ersterem. Und dann haben wir ja am Dienstag noch die lustigen Semi-Awards zu vergeben. Ah, da habe ich gehört, dass Tobias Fenger ist, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, nominiert worden. Ne? Ja, genau. Mit dem News Dashboard. Ja. Ist ja auch eine coole Anwendung. Ja. Rockt los. Cool. Okay, dann würde ich sagen, war's damit. Sagen wir alle Tschüss zusammen. Genau. Tschüss. Tschüss. Das SEO-Haus. Mit Jens Faudrat und Markus Walter. Das SEO-Haus.